Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit mit Werder aus dem Wohninvest Weserstadion. Heute mit Cedric Macchiardi, Trainer unserer U16-Mannschaft aus dem Leistungszentrum, und mit mir Björn Dreyer, Trainer der U17. Was braucht ihr heute, um mit uns 20, 25 Minuten Sport zu treiben? Ich habe hier einen Tennisball in der Hand, einen Fußball, einen kleinen, geht auch ein großer, einen Stutzen, kann auch dann ein Handtuch sein oder ja, auch ein paar mehr Socken. Den brauchen wir nämlich für die Koordinationsleiter. Also besorgt alles, denkt an was zu trinken und dann freuen wir uns, dass es gleich losgeht. Ja, auf geht's mit der ersten Übung bei uns. Natürlich ja, erstmal das Aufwärmen, Cedric, für dich ganz wichtig jetzt gleich. Und für euch da draußen natürlich auch, dass wir unseren ganzen Körper aufwärmen wollen, weil wir später im Hauptteil ja, ihn auch einfach benötigen. Erste Form recht einfach. Wir stellen den rechten Fuß nach vorne und gehen mit der linken Hand dran. Ja, das ist so die Auftaktbewegung und wollen dann dabei springen. Das heißt, ich mache es einmal vor. Ja, zack, und stellen dann den linken Fuß nach hinten. Springen dann wieder zurück und stellen den linken Fuß vorne und haben die rechte Hand innen. Springen wieder, zack, und gehen dann immer wieder tief rein. Ja, zack, auf geht's, Teddy. Versuchen wir mal. Ich versuche es auch nochmal, dass ihr es von hier sehen könnt. Genau, zack, zack, genau. Wenn ihr da richtig gut drin seid und sehr schnell, dann können wir das auch wechseln. Ein bisschen tiefer noch dann immer, Sadie, dass wir so ein bisschen im Po und in der hinteren Oberschenkelmuskulatur merken. Sehr gut. Ja, das ist so zum Reinkommen. Und wenn ihr richtig, richtig gut seid, dann machen wir auch ganz weite Sprünge. So weit, wie es dann geht und so schnell wie möglich. Ja, davon, sehr gut, genau so, Cedric. Davon machen wir gleich drei Durchgänge. Schaut es euch nochmal genau an, wie der Sadie das macht. Schon sehr gut koordinativ. Okay, Sadie, dann warten wir kurz, ja, zum Reinkommen für euch und dann gehen wir gleich in 3x30 Sekunden, werden wir das durchführen. Ist kein Problem für dich, oder? Das geht. Ist noch die erste Übung. Das wird gehen. Okay. Das bekommen wir noch hin. Okay, bereit machen. Ich habe die Uhr und auf geht's. 30 Sekunden und jetzt wirklich so gut wie ihr seid, genau. Ist so als kleinen Tipp, den ersten Schritt vielleicht nicht als Sprung machen, sondern nur so wie Cedric auch angefangen hat. Gehen, springen, ja, dass wir immer wieder so reinkommen. Klasse, Sadie. Sehr gut. Ja, Cedric springt schon sehr weit. Ihr könnt auch das erstmal ohne Sprung machen oder kleiner springen, je nachdem, wie gut ihr seid. Und dann immer wieder wichtig, berührt ihr die Hand an der Innenseite des Fußes, geht schön runter mit eurem Körper, runter mit dem Po, damit ihr dann richtig gut was merkt. Sadie, noch 5? Ah, okay, Entschuldigung, ich habe die Uhr auch ganz vergessen, bei dem ich geredet habe. Aber ich dachte, bei 5 ist es Schluss. Ja, ist auch Schluss gewesen. Ja, auch da für euch ganz wichtig, wenn ihr halt jetzt gleich nicht könnt, ja, oder nicht mehr könnt oder aus dem Rhythmus kommt, das ist gar nicht schlimm. Ja, dann macht kurz Pause, schaut nochmal, wie der Cedric das gemacht hat und dann geht es einfach weiter. Ja, wenn ihr nach 10 Sekunden Pause braucht, ja, dann macht ihr halt nach 10 Sekunden Pause und steigt dann wieder in die nächste Runde ein. Sadie, die zweiten 30 Sekunden. Ja. Auf geht's. Kriegen wir nochmal hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Kriegen wir nochmal hin. Also, rechten Fuß nach vorne, Innenseite und dann Sprung. Genau, sehr gut. Klasse. Diesmal gucke ich auch auf die Uhr. Ja, 4 Sekunden hast du schon. Klasse. Ja, schaut da, dass er immer wieder auch schön wegspringt. Und jetzt könnt ihr euch selber fordern. Je weiter ihr springt und je tiefer ihr mit dem Körper geht, desto anstrengender wird es auch für euch. Je kleiner ihr die Schritte macht und je weniger ihr mit dem Oberkörper runtergeht, desto weniger anstrengend wird es. Hättet ihr noch 3 Sekunden, dann bist du durch. Ja. Und Pause. Zweiter Durchgang. Super erledigt. Sehr gut. Sehr schön. Wo merkst du es am meisten? Tatsächlich an den Oberschenkel vorne. Ja. Und ein bisschen im Rückenbereich. Seht ihr? Perfekt. Also haben wir schon mal 2 große Bereiche, ja, Oberschenkel ganz wichtig für uns, ja, einfach abgedeckt zur Erwärmung und halt den Rücken, kann man nicht schaden. Haben wir gleich noch eine kleine Rückenübung für dich und für euch. Dritter Durchgang, 30 Sekunden nochmal, dann sind wir mit der Übung schon fertig. Auf geht's, auch jetzt wieder rechter Fuß vor, klack und Sprung. Genau, sehr gut. Klasse. Ich gucke wieder auf die Uhr, Sadie. 6 Sekunden hast du schon. Sehr gute Ausführung. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt halt gerade nicht mehr könnt, macht kurz Pause. Versucht aber, das,
das Aufwärmprogramm komplett durchzuziehen. Wir bauen immer wieder gleich die Pausen auch ein. Seid ihr noch 4, 3, 2, 1, Pause. Sehr gut. Trink kurz was. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir dann gleich ja, in die zweite Übung jetzt einsteigen können. Sadie braucht auch was. Ich brauche definitiv was. In der Zeit, wo ihr ja, was zu trinken holt oder getrunken habt, holt euch schon mal entweder so einen großen ja, Socken. Ich habe jetzt hier einen Stutzen. Geht natürlich auch ein Handtuch, es geht auch ein T-Shirt, was ihr so einwickeln könnt, wo wir das dann schön gleich auseinanderziehen werden. Als nächste Form, ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückgehen, Sadie. Ja. Die Form ist gleich, wir legen uns auf den Bauch, ja, und machen die Arme und Beine hoch und ziehen so doll, wie es geht, ja, den Stutzen hier oder euer Handtuch auseinander und ziehen es zur Brust. Mhm. Das ist so die Form, ja, wir machen da auch, wir gehen einmal kurz hier runter, zack, und Arme, Füße hoch und ziehen so doll wie möglich das Handtuch hier jetzt den Stutzen auseinander. Ja, wenn ihr richtig gut seid, habt ihr auch wie bei Cedric die Füße oben, den Oberkörper oben. Auch da machen wir 3x 30 Sekunden. Sadie, du bist jetzt schon drin, deswegen so schwer ist es glaube ich nicht. Starten wir direkt jetzt noch die nächsten 15, dann hast du den ersten Durchgang schon hinter dir. Ja? Sehr gut. Wichtig, je doller ihr auseinanderzieht, desto anstrengender wird es für euch. Ja? Auch hier die Füße schön oben, Oberkörper oben. Da habe ich natürlich einen sehr, sehr guten Schüler hier neben mir gerade. Sehr gut. Ja, je weiter ihr auseinanderzieht, je doller, desto anstrengender ist es. Und auch ganz wichtig jetzt hier, ich hoffe, dass Sadie was im Rücken merkt. Von daher, Pause. Die Pause kann ich gebrauchen. Ja, haben wir gleich noch 2 Durchgänge von. Ja, dann haben wir eben gerade die Beine zum Aufwärmen gehabt und jetzt gerade den Oberkörper. Dann gehen wir in die letzte Form danach schon, dann ist das Aufwärmprogramm schon durch. Okay. Aber ich glaube, dann sollten wir auch warm sein, oder? Ich bin jetzt schon warm. Sehr gut. Trotzdem gönne ich dir die 2 Durchgänge jetzt noch. Auf geht's. Vorletzter Durchgang. Vorletzter Durchgang. Und auf geht's, schön ranziehen, genau, weit auseinanderziehen, sehr gut, klasse. Füße hinten hoch, Oberkörper ist die ganze Zeit oben, sehr gut. Noch 15, 10 Sekunden, versucht's durchzuhalten, versucht durchzuziehen, ja, auch da bei der Atmung, ganz wichtig, ja, wenn ihr ranzieht, einatmen, wenn ihr rauszieht, ausatmen. Sehr gut. Und noch 3, 2, 1, Pause wieder. Einen Durchgang hast du noch gleich vor dir. Wo merkst du es jetzt so, außer im Rücken? Ja, auch im Rückenbereich und beim Auseinanderziehen hier die Arme. Die Schulter, die Arme. Die Schulter, die Arme. Dann sollten wir gleich durch sein mit allen, mit unserem ganzen Körper. Dann haben wir auch alles jetzt zur Erwärmung dabei gehabt. Das stimmt. Letzte Form jetzt, also Sadie, letzter Durchgang, einmal noch, Pause, einmal noch runter. Pause schon um? Ja. Zeit. 3, ich gucke auf meine Uhr, 2, 1 und auf geht's jetzt. Ja, wie gesagt, versucht den letzten Durchgang nochmal durchzuziehen, wirklich, dass ihr da richtig dabei seid. Versucht vielleicht auch mehr Durchgänge als Sadie zu machen. Ja, ich glaube, Sadie ist jetzt bei 5, 6, ja, in diesem Rhythmus vielleicht versucht ihr es ein Ticken schneller sogar, dass ihr dann noch mehr ja, Durchgänge einfach habt, euch noch mehr fordert und euren Körper noch mehr aufwärmt. Aber trotzdem versucht die Übung klar und gut auszuüben. Beine oben, Arme und Brust immer wieder oben. Die letzten 5, Sadie, komm, 4 noch, 3, 2, jetzt wird er schneller, 1, okay, und wieder Pause. Ja, komm, ich gebe dir sogar was zu trinken. Auch da könnt ihr ruhig jetzt euch wieder einen Schluck nehmen. Ich baue in der Zeit um, ja. Ich habe mir jetzt hier das ganz, ganz viele Socken aufgebaut, mache das als eine Art Koordinationsleiter. Ja, kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr ein paar Videos von uns angeschaut habt, dann solltet ihr da recht schnell das hinbekommen. Ich habe jetzt hier verschiedene Felder, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Felder aufgebaut. Auch da könnt ihr gucken, variieren, je nachdem wie groß dann euer Wohnzimmer, euer Kinderzimmer ist oder der Raum, wo ihr jetzt dann
unser Sportprogramm durchführen könnt. Letzte Form, ja, bevor es dann in den Hauptteil geht, Cedric. Wir springen ganz normal mit einem Kontakt und mit beiden Füßen immer wieder durch. Aber dadurch, dass ihr das ja schon kennt, wahrscheinlich durch viele Videos von uns, ist es jetzt für uns wichtig, dass wir dabei Zahlen sagen. Und die erste Aufgabe ist es, dass wir die geraden Zahlen hintereinander weg sagen. Das heißt, 2, 4, 6, 8, 10, drehen um, 12, 14, 16, 18, 20. Okay? Also da auch immer wieder auf dem Vorderfuß und einen Rhythmus. Ja, also ein Rhythmus springen, nicht 2, 4, 6, 8, sondern in einem Rhythmus durch. Ja, wenn ihr da richtig gut seid, kommen gleich die nächsten Aufgaben. Cedric, zweimal hin und zurück, Pause, hin und zurück, Pause. Okay. Auf geht's. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Super, klasse. Er hat nur bei der Drehung hat er ein bisschen Probleme gehabt, aber das sei ihm gegönnt nach dem Aufwärmprogramm. Ja. Auf geht's, zweiter Durchgang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Super. Wenn ihr genauso gut seid wie Cedric, dann geht's weiter. Jetzt machen wir die ungeraden Zahlen, Ceddy. Auf geht's. Das heißt, wir fangen mit 1 an. Okay. 1, 3, 5, 7, 9. Kurz Pause, wieder nachdenken und 11, 13, 15, 17, 19. Super, klasse. Auch da hast du noch zwei Minuten. Am Ende war es knapp bei der 19. Da wurde es kritisch. Okay. 1, 3, 5, 7, 9. 11, 13, 15, 17, 19. Okay, super. Wenn ihr das auch gut drin habt, also ihr auch da, ihr könnt immer wieder, wenn ihr merkt, das ist noch zu anstrengend, zu schwer, drückt bei uns auf Stopp, das ist das Gute, und probiert es weiter aus. Oder halt in der Zeit, wo wir hier noch in der Koordinationsleiter weiterarbeiten, bleibt erstmal da, bis ihr wirklich von 4 Durchgängen auch 3 richtig gut habt. Dann könnt ihr immer wieder eine Station weitergehen. Sandy, letzte Form, immer wieder eine Obstsorte sagen bei jedem Sprung. Oh. Wir machen erstmal nur hin. Obstsorte. Okay, ja. Oh, okay. Versuchen wir mal. Okay. Apfel, Banane, Kirsche, Pflaume, Melone. Super, ja. Also, ja, daran merkt ihr einfach, wie schwer das jetzt auch, ich glaube, zurück wäre es mir persönlich auch sehr, sehr schwer gefallen. Ja, und da habe ich Sadie jetzt ein bisschen auch überrascht. Einfach da könnt ihr euch immer wieder selber fordern. Ja, Obstsorten, Automarken, Fußballvereine, ja, Fußballschuhmarken, sage ich mal, Schuhmarken generell, könnt ihr komplett durchgehen. Ja, oder halt auch die Krönung ist, jede Zahl, die durch 3 und durch 4 teilbar ist. Ja, also die hintereinander weg, das bedeutet 3, 4, 6, 8, 9, 12, ja, dann 15, 16, 18, 20, 21. Das wäre die absolute Krönung. Ich muss gestehen, ich habe es natürlich auch ein bisschen geübt. Also, wenn ihr das super hinkriegt bis 21, seid ihr top in dieser Koordinationsleiter drin. Wir machen jetzt noch eine Form, Sadie, bevor wir in die große Pause gehen sozusagen. Ja. Wir gehen jetzt auch immer wieder, der folgende Rhythmus ist außen, innen, innen, außen. Innen, innen, außen, innen, innen, außen. Innen, innen, außen, innen, innen, außen. Okay? Mhm. Ja, das ist die Form. Und in der Mitte sagen wir jede Zahl, die durch 3 teilbar ist. In der Mitte? In der Mitte. Okay. Und versuchen einen schnellen Rhythmus. Okay? Okay. Auf geht's. 3, 6, 9, 12, 15. Und zurück. Sehr gut. Okay, wo haben wir? 15 sind wir. Ja, okay. Nicht so lange 18, Pause. 21, 24, 27, 30. Super, klasse. Also, auch da habt ihr gemerkt, Sadie muss auch vielleicht noch ein bisschen üben, gerade was 20 bis 30 angeht. Aber das sind die Steigerungen, die ihr zu Hause super üben könnt. Ja, und da immer wieder auch eure Kreativität einfach spielen lassen. Das war das Aufwärmprogramm. Ja, wir bauen kurz um, machen eine kleine Pause und hoffen, dass ihr für die zweite Halbzeit wieder dabei seid. Bis gleich. Okay, ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr zur zweiten Halbzeit auch noch dabei seid und noch könnt. Ja, keine Sorge, es wird nicht ganz so anstrengend jetzt für den Körper, aber dafür ein bisschen anstrengender für den Kopf und vielleicht auch ja, für unser Ballgefühl. Was wir jetzt brauchen, wir haben jetzt hier einen kleinen Fußball, ihr könnt aber auch einen großen Fußball nehmen oder auch gerne 2 Tennisbälle, wobei nicht beide Tennisbälle gleich aussehen sollten. Einer vielleicht ein bisschen mit dem X markieren. Wir haben jetzt hier einen Tennisball
und einen, ja, wie gesagt, kleinen Fußball. Folgende Form, wir haben jetzt die Hände beide jeweils immer wieder so voreinander. Und ich sage, groß, ja, dann muss Cedric den kleinen Tennisball prallen lassen. Sage ich klein, muss er den großen Ball nicht prallen, darf er ihn nicht prallen lassen und muss ihn fangen. Ja, also man kann auch, wenn man dann halt nicht so große Hände erstmal hat, vielleicht auch so arbeiten und dann sage ich groß, zack, klein, muss man so machen. Okay, wir probieren es mal aus und dann werden wir immer weiter das noch steigern. Ich hoffe, ihr seid bereit. Genau, ja. Am besten, dass du in die Kamera guckst. Genau. Groß, genau, und so schnell wie möglich. Wir steigern gleich natürlich das Tempo. Klein, klein, groß, groß, klein, klein. Ah! Da habe ich ihn erwischt. Mhm. Okay, groß, groß, klein, klein, groß, groß, klein. Sehr, oh, sehr gut. Klein. Ich hoffe, ihr habt es gesehen ein bisschen. Da hat er ein bisschen gewechselt. Jetzt wechseln wir mal. Das heißt, die Bälle wechseln die Hände. Groß. Klein. Klein, groß. Groß, groß, klein. Groß, bin ich auseinandergekommen. Ja? Nochmal groß, groß, klein. Ja. Groß, klein. Okay. So. Kurze Pause, dass wir uns wieder sammeln. Ja. Ist schon schwer, ne? Also man muss schon überlegen. Ja, ne? Absolut. Durch die unterschiedlichen Größe kommen wir schon leicht durcheinander. Okay, zweiter Durchgang. Versuchen wir weiter. Okay. Bereit? Ja. Groß, groß, klein. Klein, klein, groß. Klein, groß. Groß, klein. Groß, groß. Klein. Klein. Groß. Jetzt bist du super drin, Sadie. Groß. Groß, klein und wir wechseln wieder die Hände. Also, ja, klein, groß, sehr gut. Groß, klein, klein und wieder Wechsel, klein. Ah, nein. Sehr gut. Ich habe es gehofft, dass ich dich noch einmal kriege. Dritter Durchgang. Einmal machen wir es noch. Also es ist ganz wichtig, dass wir auch immer wieder wechseln jeweils die Bälle in die unterschiedlichen Bälle in die Hände, ja, dass wir auch mal den kleinen Ball rechts haben, aber auch den kleinen Ball mal links haben. Okay. Letzter Durchgang für dich. Mhm. Versuch mal sehen, ob ich dich nochmal bekomme. Rechts, groß. Groß, ja. Trotzdem klein, hoch. Klein, groß, klein, groß. Klein, groß. Groß, klein. Wechsel, der, ja, klein. Naja, groß. Muss er nach oben. So groß. Genau. Ja. Groß, klein, klein, groß, Wechsel, groß, klein, 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 groß, groß, klein. Da fühlst du dich sicher in der Seite, ne? So, auf der Seite. Wechsel, klein, groß, groß, klein, klein, groß. Nein. Ah, macht nichts. Sehr, sehr gut. Also, das war ungefähr so der Rhythmus, wie wir ihn haben wollten. Trotzdem, sehr, sehr gut, Cedric. Ich hoffe, ihr seid genauso gut wie Sadie hier bei uns im Stadion. Okay, nächste Form jetzt. Ich behalte den Tennisball und Cedric behält den großen Ball. Entweder macht ihr das jetzt alleine gegen die Wand sozusagen, behaltet einfach immer wieder jetzt dann den Tennisball. Wenn ihr zu zweit seid mit euren Geschwistern oder halt mit einem von euren Eltern, dann könnt ihr diese Partnerübung so ausüben wie wir. Ansonsten sage ich euch auch gleich, wie wir die alleine ausüben können. Der Tennisball ist der dominante Ball, das heißt, der bestimmt immer, was passiert. Wenn ich den Ball einmal aufkomme zu Cedric spiele, muss er den großen Ball hoch zu mir werfen. Werfe ich den Ball hoch zu ihm, den Tennisball, muss Cedric den Ball mit einmal aufkommen zu mir werfen. Ja, also immer der gelbe Ball bestimmt, was zu tun ist. Bin ich alleine zu Hause, kann ich auch gegen die Wand spielen, ja, und gucke dann immer wieder, ja, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den gelben Ball hochgeworfen habe, müsst ihr da draußen den kleinen Ball mit einmal gegen die Wand werfen, ja, dass er einmal aufkommt. Werfe ich den Ball zu Cedric mit einmal aufkommen, müsst ihr ihn direkt gegen die Wand werfen. Ja? Das so schnell wie möglich hinzubekommen, immer wieder zu schauen. Ja? Also schaut ruhig in die Kamera,
ich kann es auch immer noch, die ersten 3-4 Male werde ich es noch sagen. Aufkommen. Du bist der dominante Ball. Ja, dominante Ball, stimmt. Ah, jawohl, okay, da war oben. Okay. Oben. Okay, unten. Oh, sehr gut. Unten. Oben, okay. Unten. Ja. Unten. Okay. Oben. Oh, da hast du mich erwischt, Mann. Also, ja, jetzt werden wir nichts mehr sagen, sondern konzentrieren. Ihr müsst schauen, guckt, dass ihr immer wieder schaut, wie der Ball fliegt. Man kann auch seinen Partner ein bisschen irritieren. Oh, da hat er mich irritiert. Jawohl. Und dann kann man den Rhythmus natürlich schneller machen. Nein! Ich wusste es. 1-0. Okay, zweiter Durchgang. Okay. Nein! Also, man kann auch, man soll und darf auch Spaß haben. Jawohl. Boah! Nein! 2-1. Schön, dass ich mir die Übung ausgedacht habe. Oh, das war knapp. Hat noch nicht eine Hand gehabt. Ich warte auf dich. Ja, ich weiß. Achso. Ah, nein, auch zu spät. Ja, nee, das war meiner. Okay, also ihr merkt schon, wie schwer das jeweils ist. Ja, auch natürlich dann immer wieder gegen die Wand. Ja, wenn ihr alleine seid, schaut, was wir machen, was der gelbe Ball macht. Manchmal kann man es ja auch vielleicht schon hören. Wir machen noch einen Durchgang, Cedric. Mhm. Bereit? Ja. Nein! Oh, okay, also, ja, das könnt ihr immer wieder durchspielen. Ja, das ist wirklich eine tolle Übung. Und auch hier kann man natürlich dann auch mit vielleicht Geräuschen arbeiten oder auch zu sagen, okay, wenn ich sage 1, dann muss ich den Ball prallen, dass man dann halt sagt, ja, der den großen Ball hat, sagt die Zahl. Da könnt ihr immer wieder variieren. Letzte Übung für jetzt, ja, wir haben den Ball am Fuß. Ja, und auch da könnt ihr gegen die Wand spielen. Wir spielen es jetzt als Partnerübung, rollen uns den Ball mit der Sohle zu, können ganz normal passen, ja, dass wir diese Geschwindigkeit auch haben, je nachdem wie viel Distanz ihr auch habt. Und jetzt greifen wir das auch vom Aufwärmen mit den jeweiligen Zahlen aus der Koordinationsleiter. Das heißt, wir spielen uns den Ball zu, auch da im Klassenzimmer könnt ihr den Ball von Tisch zu Tisch rollen. Ist gar kein Problem, dass wir mit der Hand den Ball dann rollen. Ihr braucht nicht ganz so viel Zeit und Platz. Jetzt geht es, wir fangen leicht an, wieder mit den Zahlen, Cedric. 1, ja, die ungeraden Zahlen machen wir aber als erstes und jede zweite Zahl, okay? Okay. Immer direkt versuchen, so schnell wie möglich rüber. 1. Genau, 3. 5. 7, das machen wir bis 9, 21 durch. 11. 13. 15. 17. 19. 21. Das war natürlich klasse, das war natürlich recht leicht, aber zum Reinkommen, glaube ich, für uns beide gar nicht so schlecht. Nee. Aufgrund dessen, dass wir natürlich alle schon die Koordinationsleiter durchgemacht haben, ist es ein bisschen leichter. Jetzt versuchen wir wirklich, diese Zahl, alle Zahlen, die durch 3 und durch 4 teilbar sind, hinzubekommen. Oh. Ja? Ein Ticken leichter, weil wir nicht jedes Mal machen müssen wie bei der Koordinationsleiter, aber dies machen wir ja den Ball auch dabei. Wir dürfen den Ball erst berühren, wenn ich die jeweilige Aufgabe gelöst habe. 3. 6. Oh, da war die 4 schon. Durch 3 und durch 4. Die 3 und durch 4. Okay. Okay, also okay. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll jetzt. 3. 4. 6. 8. 9. 12. 12. Ist zweimal der. Ja, 15. 16. 18. 20. 21. 24. 27. 28. 32. Nee, da war die 30. Ah, 30. Nee, durch 3 ist die teilbar. Bin ich hochgegangen. Ja? Also das ist schon ganz, ganz, ganz schwer. Mhm. Ja? Das als nächste Form für euch. Und als letzte Form jetzt gehen wir an was wollen wir gehen? An Bundesliga-Vereine in der ersten Liga. Okay. Okay, wir versuchen es mal. Werder Bremen. VfL Wolfsburg. Schalke 04. VfB Stuttgart. Borussia Dortmund. Bayern München. HSV, ah nee, schade. Okay, gut, das soll es gewesen sein. Ja? Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ihr könnt diese ganzen Formen immer weiter, immer wieder erweitern. Ja, sprecht da mit euren Eltern, mit euren älteren Geschwistern drüber oder auch mit euren Lehrern. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten eine Menge Spaß. Und ja,
wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann aus dem Stadion. Ciao. Tschüss.